Hallo, ich bin's wieder mit dem fünften Update von meinem kleinen Video von der Raupe zum Schmetterling. Heute ist ein besonderer Tag, weil jetzt sind sie soweit, ich kann sie in die Voliere bringen. Alle Räubchen haben sich verpuppt und hängen teilweise oben am Deckel an dem Vlies. Zwei hatte ich euch ja schon erzählt, die sind runtergefallen, aber alle werde ich jetzt in die Voliere bringen, die ich auch schon vorbereitet habe. Da ist unten am Boden Küchentuch ausgelegt und ja, ich werde mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Schaut es euch mal an. Hallo, ja, jetzt haben wir die Situation, dass wir endlich unsere Puppen in die Voliere tun können. Alle haben sich verpuppt, auch die letzte. Schwierig zu erkennen. Die hängen alle mehr da Ihr seht sie wahrscheinlich wackeln. Genau. Da hängen jetzt alle. Und ich werde jetzt versuchen, das Vlies abzulösen. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich ganz vorsichtig versuchen, das Vlies zu lösen, damit sie mir nicht runterfallen. Die Puppen. Ich gehe mal ein Stückchen nach hier vorne, damit ihr das sehen könnt. Da hängen sie dran. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da sind sie. Ich gehe jetzt wieder in die Voliere rein, damit sie mir nicht auf den Tisch fallen. Euch noch mal kurz zeigen. Die wackeln jetzt ganz furchtbar, weil die finden das ganz schrecklich, dass ich sie jetzt störe. Das ist, um diese Feindabwehr wieder in Gang zu setzen. So, jetzt werde ich die an der Voliere befestigen. So, ich drehe den mal rum, ob ihr das erkennen könnt, dass sie da drin jetzt hängen. Seht ihr das Vlies hier hinten an der Wand? Da hängen sie jetzt dran. Genau. Jetzt haben wir hier noch zwei Puppen, die sind ja runtergefallen gewesen, aber die sollen ja auch in die Voliere. Die nehme ich jetzt ganz vorsichtig hier raus. Sie hier auch rein an die Wand. Schwert sich auch. Richtig dann wackeln. So, die zweite lege ich hier auch hin. Jetzt kann man hier drin sehen, da haben sie fast alles aufgegessen. Ja, und jetzt müssen wir sie in Ruhe lassen. Jetzt dauert es etwa 8 bis 14 Tage, wobei ich es nicht glaube, dass es so lange dauert, weil wir eine kontinuierlich warme Temperatur haben. Und dann hoffen wir, dass sie schlüpfen. Die Farbe wird sich dann noch mal ändern jetzt. Man erkennt es dann hier oben zum Beispiel. Die ersten beiden, die hier oben drin hängen, die sind etwas heller. Und die ganz unten wird schon dunkler. Und das heißt, dass die im Puppenstadium schon ein ganzes Stück weiter ist. Das heißt, wenn die ganz dunkel ist, wird da wahrscheinlich dann als allererstes ein Schmetterling schlüpfen. So. Wir brauchen jetzt erstmal sonst nichts weiter. Zu fressen bekommen die erst wieder, wenn sie geschlüpft sind. Dann gibt es so was mit Zuckerwasserlösung und noch ein paar Zweige und Blüten. Aber das soll alles jetzt noch nicht hier in der Voliere sein, damit die Schmetterlingsflügel
sich auf gar keinen Fall verkleben, wenn sie ausschlüpfen. So. Ich mache das jetzt zu, damit auch keiner einfach rausfliegt, wenn es denn soweit ist. Momentan beschweren sie sich die Armen, weil ich so viel hier rumwusel. Und sie deswegen denken, irgendwer möchte irgendwas von ihnen. So. Ich drehe mal gerade, dass ihr sehen könnt, an welcher Stelle. Da hängen sie mit dem Vlies. Ich könnte das sehen, wie sehr die eine sich da aufregt gerade. Wackelt wie verrückt. Deswegen müssen wir sie jetzt auch gleich in Ruhe lassen. Ja, ich werde euch wieder berichten und hoffe, dass wir es schaffen, wirklich auch mitzukriegen, wenn einer der Schmetterlinge schlüpft. Leider kann es ja auch sein, dass es mitten in der Nacht ist. Dann werden wir am nächsten Morgen erst sehen, dass er da sitzt. Aber ich werde gucken, dass ich euch dann wieder entsprechend ein kleines Video mache. Soweit. Bis demnächst. Tschüss.